So, hallo, seid mir gegrüßt, wer auch immer schon da ist. Kurz mal hier wieder Soundchecks machen und so, ne? Wäre ja blöd, wenn heute wieder mal ein Akustikproblem den Eindruck. So, dann versuchen wir mal auch wieder. Ja, nee, halt. Ja, ich habe leider nicht ganz die gleichen Tasten bei X-Plane und bei X-Plane. Und wie geht das jetzt hier runter? Naja, ich versuche noch irgendwie ein. Ah, aber vorwärts geht's nicht. Okay. Ne, X-Plane 12 ist aber auch nicht richtig, ne? Das ist Mist. Moment. Muss auch noch das Logo ändern. So. Wir sind ja im MSFS hier. So, sieht das einigermaßen aus? Nicht wirklich, ne? Ah. Eieiei. Na. So sieht es doch gar nicht mal schlecht aus. So, fehlt auch noch das Live. Dann machen wir das auch noch an. Und jetzt kann man Screenshot nehmen. Hallo Jürgen, grüß dich. Screenshot. So, dann haben wir das auch. Dann können wir in den normalen Modus übergehen. Ja, ich habe mir da was gekauft. Die 110, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die ist aber mit einer ganzen Reihe von Mods. Der JD hat nämlich vor 3 Monaten ein Video gemacht, in dem er alle beschrieben hat, was er denn alles an diesem Flieger hingemoddet hat. Außerdem hat er eine Livery, die ich demnächst benutzen möchte, nämlich hier die Regional Express, das ist eine australische Airline. Naja, und die Embraer gab es halt kurzzeitig für ein bisschen weniger, nicht viel, hatte ich mir da gekauft. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt wird es mal Zeit, dass ich mir die mal angucke. Jo, und das machen wir heute. Schauen wir mal. Das ist jetzt nicht das Original, sondern das ist bereits die Heavily Modded vom JD. Ne, dafür auch nochmal ein Danke an den JD. Der macht ja immer ganz tolle Sachen. Im Übrigen habe ich auch noch diesen interessanten Retro-Toolbar hier oben, der halt sowas wie die Frames pro Sekunde anzeigt, SIM-Rate und so ein Zeugs. Von dem gleichen, der auch das gute Pushback-Tool gemacht hat. Ja, wie heißt er? Man sieht hier, man kann hier sich eine ganze Reihe von interessanten Sachen holen lassen. Ambitious Pilots, das ist er. AKA 68 Whiskey, genau, der hat das gemacht. Der hat auch das Pushback-Tool gemacht, das wir heute mit Sicherheit auch verwenden würden. Der JD hat ja auch so ein, also wer den JD noch nicht kennt, ne, vielleicht mal den Kanal. Ich glaube, er ist verlinkt bei mir auch in meinem Kanal. Der macht wirklich ganz tolle, gute Videos. Der ist auch selber so ein kleiner Modder und Entwickler, der sich da so ziemlich jedes Flugzeug hinbastelt. Dann, wie ihr hier seht, hat er inzwischen für fast alles, was es so an Sachen mit Flügeln oder auch mit Hubschrapp-Schrapps gibt, grüß dich Stone. Hat er hier schon Checklisten gebastelt. Das ist also absolut phänomenal. Und ja, die werde ich unter anderem hier heute benutzen. Die von der Embraer 110. So, dann kann man hier ein bisschen den Zoom reinmachen und sich das dann so hinschieben. Und die werde ich dann benutzen. Es gibt natürlich auch eine Checkliste, die kommt mit dem Flugzeug. Da bin ich gespannt, inwieweit die auch automatisiert ist.
Ja, da ist einer fleißig. Und ja, von außen sieht das Modell jetzt gar nicht mal schlecht aus und von innen sieht es jetzt nicht so aus wie normal, alldieweil der JD mag ja die dunklen Cockpits. In diesem Fall muss ich sagen, gefällt mir das sogar ganz gut. Was ich noch rausfinden muss, ist, wie ich ihn hier wegkriege, weil den will ich ja eigentlich hier nicht drin haben. Ne? Obwohl, immerhin, also man kann schon sagen, es ist wenigstens keine Schreckgestalt. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also man rennt nicht gleich davon, wenn man den sieht. Aber ja, ich mag das überhaupt nicht eigentlich, hier irgendwelche immer wieder die gleichen Bewegungen machenden Figuren hier rumstehen haben. So, jetzt machen wir mal kurze Prüfung. Ruder funktionieren. Das funktioniert. Schubhebel funktionieren. Ja gut, bei Gear und Flaps müssen wir noch rausfinden, wie weit die funktionieren. Boah, da haben wir also schon mal. Ja, ich sag ja, also es gibt viel Schlimmeres, ne? Das sind so richtige Gruselgestalten, die da teilweise so drin hängen. Das ist hier nicht der Fall. In der Tat, ja. So. Ja, dann gibt es natürlich noch, es gibt tatsächlich ein Handbuch hier von der Bandvariante. Das ist auch nicht schlecht. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen klein und ist gar nicht mal so, ist eigentlich ordentlich was drin. Es gibt sogar eine Integration mit dem PMS 50, das ist diese GTN 57-Geschichte. Die habe ich natürlich jetzt hier auch, hoffentlich habe ich es nicht vergessen, ich glaube aber schon, hier mit reingebracht. Und ja, und dann kann man hier so durch die diversen Seiten gehen. Installation, die war natürlich einfach reinschmeißen in den Community-Folder. Das Mod vom JD ist auch ein ZIP, sind drei Verzeichnisse. Eins davon ist, der Sound ist nicht besonders gut von dem Flieger. Copilot abschalten im Tablet. Genau. Es war ja auch die Rede vom Tablet. Wenn du mir jetzt auch noch sagst, wie ich das Tablet hierher kriege, das suche ich nämlich schon die ganze Zeit. Wo ist denn das eigentlich? Weil ich habe es noch nicht gefunden. Es muss ja irgendwo hier sein, ne? Abschalten im Tablet. Ich habe mir schon fast gedacht, dass es irgendwo Einstellungen geben muss. Aber bis dato habe ich das Tablet noch nicht entdeckt. Also sage ich dir sofort, Moment, alles klar. Steht wahrscheinlich auch im Handbuch, das ich natürlich noch nicht gelesen habe, sondern nur gesehen habe. So, Third Party, ja, genau. Ja, richtig, das ist ein Installationsprogramm und da kommt das dann alles rein. Dann hat man hier die Transponders currently set to squawk given by ATC. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein Background zum Flieger. Also ist erstmal ganz okay, was sie hier machen. Hier sieht man übrigens das Original in Originalfarben. Aber ich muss einfach sagen, obwohl es mir nicht immer gefällt, aber dieses Cockpit vom JD gefällt mir tatsächlich gut. Ist jetzt natürlich nicht so realistisch. Direkt neben dem künstlichen Horizont. Durchaus her. Na dann. Künstlicher Horizont. Schauen wir mal, ob es da irgendwo einen Klickspot gibt. Ganz links außen ist ein Knopf. Ganz links außen ist ein Knopf. Okay, schauen wir mal. Links außen, also künstlicher Horizont ist ja das Ding, ne? Zum Fenster. Ach so, du meinst jetzt Ramp Manager Tablet. Ja, steht ja sogar da. Ich dachte, du meinst direkt neben dem. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. So, ein Tablet.
Ah, naja, gehört ja heute zum guten Ton, ne? Gehört heute zum guten Ton. Wheelchocks machen wir mal an, die Cones machen wir mal an. Mensch, man kann Türen aufmachen, wir müssen uns nicht reinzaubern. Da war ich mir auch nicht sicher, aber das kann. Engine Covers, Pitot Covers, Tailroad, ne? Machen wir das ganze Gedöns mal an und schauen uns das dann außen an. Ja, also der eine Tie-Down geht nicht ganz bis zum Boden, aber gut, kann man verzeihen. Ja, sehr schön. Es gibt übrigens auch eine Cargo-Variante, was den Flieger für mich dann auch gleich wieder ein bisschen nochmal ein bisschen interessanter gemacht hat, weil irgendwann werde ich auch sicherlich. Costa fragt mich, du weißt, was ich nett habe, gibt's nicht. Stimmt. Da hast du wohl recht, Jürgen. Ja, der hat eine schöne Form. Ich finde, das Modeling ist vielleicht ein bisschen shiny, wenn man bedenkt, dass das relativ alte Flugzeuge sind. Die 110er, die kommen, glaube ich, aus dem letzten Jahrhundert vom Design her. Aber es sind Turboprops. Ich mag ja auch Turboprops, ne? Und leider haben wir ja noch keine Saab 340, weil ich würde gerne diesen Milk Run. Ich habe, glaube ich, schon in meinem letzten Stream kurz darüber erzählt. Ich habe neulich von einem der YouTuber, die halt so Airlines und so Flüge testen, der hat halt diesen sogenannten Milk Run gemacht. Das fing in Brisbane an und ging dann über einen ziemlich langen Umweg, über 2 Tage nach Cairns. Normalerweise ist Brisbane Cairns jetzt mit einer Boeing oder so irgendwie 1,5 Stunden Flug oder höchstens 2. Aber da ist man dann irgendwie 8 Stunden am ersten Tag und irgendwie 4 Stunden oder 5 Stunden am zweiten Tag unterwegs. Und hoppelt da mit der Saab 340 auf lauter kleinen Flughäfen rum. Ist halt von der Regierung gefördert, um eben auch diese im Outback liegenden Gemeinden. Ich habe natürlich das schon mal mir angeguckt im X-Plane 12, aber da ist einfach die Szenerie, macht da nicht für mich nicht mit. Ja, das ist erstmal sieht das Outback nicht wie Outback aus, selbst mit dem Trick, den ich schon probiert habe. BlueFX ist einfach nicht das Gleiche. Und auch die Flughäfen, das alles und es flickert halt überall. Und ach nee, also und meine Autos sind Zoom Level 13. Ich habe natürlich diese ganzen kleinen Flughäfen nicht mit höheren Zoom Levels belegt. Müsste ich also jetzt erstmal dran arbeiten, habe ich überhaupt keinen Bock. Dann habe ich mir überlegt, okay, machst es in MSFS, brauchst aber einen vergleichbaren Flieger. Das, was dem ganzen Jahr am nächsten kommen würde, wäre die King Air A350 gewesen. Für die gibt es übrigens auch eine Rex Livery. Grüß dich, Steffen. Ja, macht ja nichts. Ist doch prima, dass du da bist. Selbst wenn es kurz ist. Habe ich mir gedacht, naja, also kann man ja mit der King Air vielleicht fliegen. Aber nachdem ich mir die auch sowieso jetzt gekauft habe vor kurzem und dann gesehen habe, dass es dafür auch die Rex Bemalung gibt, ja, habe ich mir gedacht, das kommt der Saab wahrscheinlich am nächsten. Ist ein bisschen kleiner, glaube ich, wie die Saab. Also die Saab hat nochmal, glaube ich, den einen oder anderen Meter länger und auch mehr Sitze. Aber es tut's. Es tut's. Das heißt, wir werden, keine Ahnung, vielleicht sogar dieses Wochenende, also morgen oder so, machen wir vielleicht schon mal die ersten Flüge des Milk Runs. Vorausgesetzt, dass ich diesen Flieger hier irgendwie in den Griff kriege und sich der gut fliegen lässt. So, ja, dann. Ach nee, halt, Moment, ich bin ja wieder draußen. Ach nee, so. Nein, ach Mann. Können wir jetzt bitte aufhören? Das ist zum Kotzen. Ja, das gibt's doch nicht. Können wir jetzt bitte rausgehen? Danke. Mei. So, jetzt meinte irgendjemand, dass da eventuell auch der Pilot. Ja, ich weiß ja nicht, gibt es da noch irgendwas anders oder war es das mehr oder weniger?
Also, was weiß ich, so Beladung oder so macht man hier nicht, ne? Also, das ist alles. Oder kommt da noch was, Jürgen? Costa und die Sichten, ja, also in diesem Simulator, das werde ich nicht mehr, das kriege ich nicht mehr vollständig hin. Du kannst den im Tablet ausschalten, ne? Dann schauen wir doch mal. Wheel, Chocks, Pitot, Cavastel Road, Main Door, Cargo Door. Können wir auch übrigens jetzt zumachen und auch das ganze Gedöns können wir wegmachen. GTN-Switch und ja, klar, die habe ich ja erst runtergeladen. Also ich gehe davon aus, dass das die neueste Version ist. Naja, nee, muss jetzt nicht starten. Du, das ist doch egal. Also ich kann jetzt mit dem Piloten erstmal leben. Ich finde dann schon raus, wie das geht mit dem. Moment. So, ich finde da schon raus, wie man das macht. Das ist jetzt erstmal. Ist nicht so schlimm. So, schauen wir mal kurz. Die Doors, Main Cargo Door, Emergency Exit, not emulated. Ah ja, okay. So, dann haben wir hier den Ground Service, Pitot Covers, genau, das haben wir ja gerade mal an- und abgemacht. Dann wird hier kurz das Cockpit beschrieben. Also dokumentationsmäßig ist das okay. Da gibt es andere, da ist er viel, viel weniger drin. Welche Flüge? Naja, also ich kann dir mal der Run fängt an in Brisbane, geht dann nach Tabumba oder so ähnlich, dann Charleville, Quilpie, Windora, Birdsville und dann Mount Isa. Da hört dann der erste Tag auf. Und dann geht es von Mount Isa weiter nach Domaji oder so ähnlich. Tja, und noch ein paar, da habe ich nur die Ikeos aufgeschrieben, da weiß ich nicht mal den Namen. Beduri, glaube ich, einer von denen ist auch noch mit da drin. Also viele, viele eben sehr kleine Airports. Teilweise stellt der Flieger nur das linke Triebwerk ab, damit die Leute aussteigen können. Lässt das rechte Triebwerk laufen, sobald diejenigen, das ist wie Bus fast, ja. Sobald diejenigen, die rein und raus gehen, dann gehen dann, was weiß ich, zwei steigen aus, drei steigen ein oder sowas, wenn überhaupt. Und dann geht es auch gleich weiter, ne? Gepäck wird schnell rausgegeben, das liegt dann alles hinten. Auch bei der Saab ist das relativ schnell zugänglich. Und dann geht es weiter. Und dann wird, wie bei so einer Bustour, wird dann, ich glaube, also in Mount Isa ist ja dann sowieso Schluss für den Tag. Aber Pausen haben sie, glaube ich, auch in Birdsville oder Windora gemacht. Oder war es Beduri? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss mir das Video nochmal angucken. Ja, finde ich irgendwie total cool. Und wenn wir natürlich auch eine gute Szenerie haben, ich habe schon angefangen, die Airports zu checken. Die sind größtenteils standardmäßig auch okay. Das eine oder andere Flughafen gibt es auch mit einer Freeware, die ich mir vielleicht noch angucke. Aber man kann es also fliegen und natürlich Cairns und Brisbane. Da haben wir natürlich ein bisschen mehr Szenerie. Gut. Der Peppi ist wieder aufgewacht. Tja, bei der ganzen Knallerei, was? So, was haben wir hier noch? Radio Stack, das sieht ja alles normal aus. Das ist, wenn wir nur GPS haben. Aber ich glaube ja, dass ich das GTN habe. Wir haben auch noch keinen Strom eingeschaltet, deswegen sehen wir da noch nichts. Das hat aber erkannt, offensichtlich automatisch. Das ist gut. Hier ist unser Transponder. Aha, hier ist das. So. Naja, und wenn ich mir das hier so angucke, steht hier auch nichts von Pilot. Also, das sieht jetzt schon so aus wie das, was ich habe. Genau, mit den exakt gleichen Optionen. Vielleicht gibt es ja noch einen Trick, mit dem man da was umschaltet. Folder Structure, genau, Content Info. Gibt, wie gesagt, einen Freighter und zwei Passenger-Varianten. Ich habe jetzt noch nicht genau gesehen, was die zweite Passagiervariante genau ist. Ja, und der Sound ist vom JD ersetzt worden mit der von der King Air, weil der Originalsound ist nicht so toll.
bei dem Ding. Außerdem hat der JD eine ganze Reihe an Anpassungen gemacht am Flight Model und Treibstoffverbrauch und so weiter. Also da war er fleißig, so wie es aussieht. Und naja, also gut, das war es auch schon. Mehr ist das nicht. Also es ist, ich habe jetzt 23 Euro bezahlt. Ich glaube, normalerweise kostet er um die 30. Wenn ich so die Kommentare lese, ist er eher teuer. Allerdings, ich muss sagen, mit den ganzen Modifikationen, die der JD gemacht hat, und hat er ja auch in seinem Video dann vorgeführt, fand ich das dann, also ohne seine Mods, wenn ich die nicht gesehen hätte, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft. Aber weil ich wusste, dass der JD da eine Menge Arbeit reingesteckt hat und das und ihm der Flieger auch gefällt, also dann haben wir gedacht, naja, also dann kann ich nicht ganz so viel falsch machen. Ja, es gibt dann noch hier so eine Checkliste, aber ich glaube, ich werde die vom JD nehmen, weil ich gehe davon aus, dass er da ordentlich Gehirnschmalz mit reingesteckt hat, wie man sieht. Na, das ist ja recht umfangreich. Und ja, würde ich dann sagen, machen wir das dann so. Das ist ja eine Checkliste, die ist hier drin. Und dann kann man auch mal hier so ein bisschen gucken. Specifications, also maximales Takeoff-Weight 12.500 Pfund und Landing-Weight auch. Okay, sind gleich. Meistens ein kleiner Unterschied, aber egal. Maximum Operating Speed 230 Knoten. Maneuvering Speed irgendwo zwischen 146 und 170. VFE 25%, 180 Knoten, VFE Full, also Klappen, Flaps Extended, 148 Knoten. Maximaler Crosswind, Seitenwind, 18 Knoten beim Takeoff, 20 Knoten bei der Landung. Da gibt es nur Stehplätze, ja, genau. Grüß dich, Bifi. So, gut, Distance and Fuel Planning, ja gut, also wir können natürlich jetzt hier reingehen und wir machen natürlich heute keinen großen Heckmeck, sondern wir hauen einfach den Tank voll. Das sollte auf alle Fälle reichen. Wir sind jetzt erstmal in Stuttgart und machen jetzt einfach eine Runde nach der üblichen Art. Ne? Cockpit Inspection, Fuel Load Manager haben wir gemacht, Pre-Flight and Exterior Inspection haben wir uns ja von außen schon angeschaut. Dann schauen wir mal, ob die Parkbrake, ja, und jetzt geht's los, ne? Finde die ganzen Sachen. Schauen wir mal, wo ist denn die Parkbremse? Und wenn ja, warum? Ah, da unten irgendwo. Das ist die Parkbremse. Aha. Okay, ich glaube, mein MobiFlight läuft noch nicht. Ups, nein, das wollte ich jetzt aber nicht. Wie ist das jetzt gekommen? So, schauen wir mal, das MobiFlight. Ja, eigentlich läuft es, aber eigentlich auch nicht. Ja klar, weil ich X-Plane habe, muss man schon das richtige Profil laden. Dann klappt es auch mit dem MobiFlight. Und dann ransagen. Ah, und schon habe ich meine Knöpfe alle. Ja, guckst du, und jetzt... Naja, es funktioniert leider trotzdem nicht ganz. Aus kann ich sie schalten, ein nicht. Mhm. Es hat immer das Ganze mit diesem Custom-Zeug, ne? Gut, aber ich kann es mit dem Toggle-Kommando kann ich es benutzen. Ja, die Fahrwerkslichter sind rot. Das hoffe ich natürlich nicht. Dann schauen wir mal, Klappen. Ja gut, Klappen bewegt er. Sehr schön, dann schauen wir mal, ob die Autopiloten-Geschichten funktionieren. Ich nehme die Checkliste mal raus, weil die ist dann doch ein bisschen clunky hier. Und mache die mir mal auf den anderen Schirm. So, schauen wir mal ganz kurz, kriegt man eigentlich das Steuerhorn weg? Ah, da ist es schon passiert. Gucken wir mal, ob das Heading... sieht nicht so aus. Oder? Doch, funktioniert. Sehr gut.
Dann schauen wir mal. Altitude. Kann aber sein, dass wir das jetzt noch nicht sehen können, weil dazu muss wahrscheinlich der Autopilot an sein. Aha. Das heißt also, die wichtigsten Sachen, Heading und so, gehen. Na gut. Dann Landing Gear, Emergency Switch off, Air Conditioning Master Switch off. Oh Gott, wer weiß, wo das alles ist. Tja, gute Frage. Hier oben gibt es übrigens auch, und dann würde ich nämlich fast mal sagen, dass wir den Battery Master, Power Lever Idle haben wir gemacht, Propeller Lever Max RPM schiebe ich nach vorne, Condition Lever ist Cutoff Aft, der ist also ganz nach hinten, das sind die roten. Und da hat der JD auch irgendwas gemacht, er hat da irgendwas erzählt, dass er hat hier bei den roten Hebeln was geändert, weil das nicht so richtig funktioniert oder war irgendwas verkehrt rum, also irgendwas war nicht richtig zugeordnet. Also kannst du mal länger auf den Co-Pilot-Knopf drücken. Wo ist der? Moment. Ah, du meinst, damit kriege ich den weg? Da muss ich ihn dann nur finden, ne? Wo ist denn der Co-Pilot-Knopf? Moment. Da, wo der Trim hat, ist dieser Radio-Stack. Okay. Ah ja. Da ist dieser Radio-Stack nach der üblichen Kostart. Natürlich nach der üblichen Kostart. Was hast du denn geglaubt? Kannst du mal länger auf den Co-Pilot-Knopf drücken? Friction Lock, Engine, Radar Trim. Nochmal. Da, wo das Trimrad ist. Das Trimrad, wo war denn das? Hier. Das meinst du, ne? So. Und unten neben dem Trimrad. Unten neben dem Trimrad. Also hier ist das Trimrad. So, Trimrad, Trimrad, Trimrad. Muss ich vielleicht von einem anderen Blickwinkel nehmen, das Ganze? Ah ja, apropos Trimrad, funktioniert. Gut, der dann. Nee. So, da ist der Aileron-Trim. Mit Mikro und so. Entschuldige. Unten neben dem Trimrad, entschuldige, wo die Communication ist. Ah, Communication. Moment, das ist ja woanders. Wo war das denn? War das hier oben, glaube ich, oder? Du meinst, die kommen hier, ne? So, schauen wir mal. Da kann man Mikrofon mute machen. Guckst du? Zack. So, und da müssen wir jetzt länger drauf drücken, oder? Jetzt habe ich deinen Knopf schon mal gefunden. Ich bleibe jetzt noch mal drauf und. Genau, länger drauf drücken, da ist der bei mir weg. Na gut, da bleibe ich jetzt mal länger drauf. Wie lange? Naja, vielleicht müssen wir den Flieger erstmal anwerfen. Speaker, was haben wir denn noch alles? Ich hoffe, ich habe mir nicht jetzt einen Piloten noch dazu geholt. Moment mal. Nicht, dass wir jetzt auch noch einen Piloten haben. Nee, haben wir nicht. Gut, alles klar. So. Ah, du hast nicht die. Ah, das wer weiß. Ja, das kann natürlich sein, dass beim JD-Mod. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Das kann natürlich sein. Das kann sein, dass dem JD seine Mod das anders macht. Aber ist jetzt erstmal egal. Also ich kann jetzt damit leben. Also für diesen Flug geht es auf jeden Fall. So. Gut, dann machen wir weiter mit der Checkliste. Fire Test Pressband. Also jetzt müssen wir erstmal die Batterie einschalten. So, damit geht es jetzt mal los. Gehen wir also hier oben rein. Schalten jetzt. Engaging Autopilot. Wie bitte? Nee, nee. Nix Autopilot.
Okay, so. Battery Master Switch OHP, Battery or External Power, Check Annunciator Panel Light. Wo ist denn das Annunciator Panel Light? Okay. Ah, da. Oil, und da ist also eine Menge Lichter angegangen. Na, Jürgen, das ist doch okay. Danke für die Hilfe. Ich meine, wenn es jetzt nicht geht. Warte mal, guck mal. Jetzt ist da so ein grünes Ding an. Ich drücke da jetzt nochmal drauf. Ich glaube, das steuert irgendwie, wer. Ja. Na, ich bleib mal nochmal ein bisschen drauf. Nö. Ah ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so schlimm. So, dann weiter geht's. Emergency Source Horizontal Indicator Pillow Lights on Test. Leute, die ganzen Tests, die suche ich jetzt nicht. Da sind wir noch bis nach Silvester am Suchen, wo das jetzt alles ist. Ich glaube nicht, dass das alles entscheidend ist für unseren Flug heute. Navigation Lights as required. Okay, also Lichter, wo sind die denn? Die Navigation Lights. Gibt es ja sicherlich. Also, die sind wahrscheinlich oben. Höchstwahrscheinlich, oder? Da haben wir hier Lights. Nav. Na, guck mal. Schauen wir mal, ob meine Schalter funktionieren. Da, Nav Light. Sehr schön. Schalter funktioniert. Dann sagt er, Inertial Separation am Overhead Panel auf Off. Die Inertial Separation, die sind beide auf Off. Shut-off Valve Switch GS, OHP ist Overhead Panel, GS ist, gute Frage. Shut-off Valve Switch ist wahrscheinlich da, wo die, kann das hier irgendwo sein? Fly a la Costa, Zubereitung der Passagiere nach Costa Art, genau. Ja, gekocht habe ich heute auch schon. War lecker. Allerdings diese Lauch-Zwiebel-Käsesuppe sorgt jetzt dafür, dass ich den Gasspeicher in Deutschland wieder ein bisschen anfüllen kann. Bloß blöd, dass man das Zeug so schlecht auffangen kann. Sonst könnte man es zum Heizen benutzen. Seid froh, dass ihr nicht hier seid. So, Shut-off Valve Switch GS. So, was ist denn GS? GS, GS. Ah, warte mal, das steht vielleicht oben. Hat er vielleicht das Ganze als im Glare Shield? Aha, okay. Dann muss das hier irgendwo sein. Shut-off Valve Switches open. Ja, das sind die hier. Alles klar, das ist das Glare Shield. So, dann geht es auf der nächsten Seite weiter. Fire Test, Right Button Press. Ist aber ein sehr stiller Fire Test. Check for Warning Lights and Sound. Also, ich höre nichts. Hört ihr irgendwas? Annunciator Panel Test Button Hold. Jo. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das sehr leise ist wahrscheinlich. Naja. Smoke Detector System, Freighter Only Test, das haben wir nicht. Weil, ich bin die passende Variante, genau. Before Starting Engine, Boarding Completed, Wheel Chocks Tail Support Removed, habe ich alles abgeschaltet. Die Türen habe ich, Moment, die haben wir geschlossen. Ja, mei, jetzt geh halt weg. Seats, Pedals und Seatbelts, Adjust Parking Brake. Die Parkbremse, die ist gesetzt. Battery Master Switch, Battery or External Power. Ach so, ja, gibt es auch eine externe Power. Engaging Autopilot. Na, ist jetzt auf externe Power. Anti-Collision Light on. Dies machen wir auch mal die Seatbelts an und die No Smoking an.
Und dann die Anti-Collision Light Rotating Beacon, das nehme ich an, dass das, ja, oben die rote kann man sie sehen. Interior Lights as required, Cabin Signs on, Inverters on. Die Inverters, die sind hier beim Strom. Wo sind die? Inertia Interruptions, In-Flight, Overspeed, Normal, Generator, Inverters, da. So, die schalten wir ein. Fuel Pumps, das ist im MP. MP heißt wahrscheinlich irgendwie Mittelpanel oder so ähnlich. Die dürften hier sein. Fuel Pumps, Aux und Main on. Also. Sind alle an, jawohl. Fuel Crossfeed off. Crossfeed ist, ja, ich würde sagen, ist off, oder? Kann man jetzt schlecht erkennen. Ich vermute. Hydraulic Booster Pump on. Die hydraulische Boosterpumpe. Wo ist die denn? Conditioning. Ja, ein neuer Flieger, ne? Da hat man natürlich hier immer seine Freude mit dem Zeug. So, wo ist denn hier die hydraulische Boosterpumpe? Die muss ja auch irgendwo hier in dieser Gegend sein. Ja, du mit deinen Beinen hier. So. Das ist die Heizung, also Air Conditioning. Dann haben wir hier Instrumente, da ist die Navigation. Was haben wir da? Propeller. Das sind die Engine-Instrumente, Autofeather. Alles, was irgendwie mit Props zu tun hat. Pictorial Navigation System. Firehorn. Und was haben wir da unten? Das sind Lichter. Können wir mal alle hochdrehen. Wir können dann nachher gleich eh sowieso mal in die Dunkelheit schalten, um zu sehen, wie bei dem Lichter ausschauen. Da ist sie. Versteckt, aber wir haben es gefunden. So, Hydraulic Booster Pump. Gut, ITC Clearance as required. Starter Switch. So, jetzt sollen wir den Start First Engine. Fangen wir mit dem linken rechten Triebwerk an. So, jetzt müssen wir den Starter Switch finden. Wo ist der denn? Starter Switch Start. Ja, genau. So, ist der hier oben? Das ist Elektrik, Generator. Ne, hier ist das nicht. Dann ist der irgendwo hier. Vermutlich. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Wieso ist eigentlich das hier alles seit vorne? So, Emergency. Fuel, Air Conditioning, ja, such den Starter. Boot, 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 boot. Ja, wo bist du denn? Go around. Na, er muss. Leider hat er jetzt hier nicht geschrieben, wo der Starter-Switch ist. Ich meine, bei den anderen Sachen stand immer OH oder sowas. Das hat er jetzt hier nicht geschrieben, also muss der hier irgendwo sein. Das hier Windshield, das ist das De-Icing Panel. Dann haben wir, das ist hier alles Elektrik, ne? Und Master und Battery Voltage und Generators. Und dann haben wir hier die Lights, Light Controls, Pax Heat, Starter Switch oben rechts. Oben rechts, ja. Also hier irgendwo. Ah, da haben wir noch die Ignition. So, und was mache ich jetzt hier? So, dann nehme ich an, muss ich den. Was ist denn hier los? Ja. Ne, ich bewege doch den gar nicht.
Hä? Der macht hier ganz sein eigenes Ding. Also ich bewege die Hebel nicht. Hier ist das. Ja. Was macht denn der da? Was soll das denn? Ja, egal. Check Ignition Indicator Light on. Ja, das war an. Check Fuel Oil Pressure. Schauen wir mal, wie schaut es hier aus? Also, T5 im Grünen. Torque ist niedrig, klar. Fuel Condition Lever Low Idle, Minimum 12%. T5 Observe, Starter Switch Off. Ja, der Starter Switch ist aber auch von alleine ausgegangen. Insoweit muss ich da gar nichts machen. So, was haben wir noch? Fuel Condition Lever as required, high for battery start or use of air condition. Tja. Ja, und dann kommt jetzt der und corresponding generator on if battery start. Wir haben ja externe Power benutzt, insoweit kann ich jetzt den, nehme ich an, den Generator zuschalten vom rechten und dann kann ich hier nämlich auf die Batterie umschalten. Dann brauchen wir die externe Power nicht mehr. Copilot can be hidden via the Pilot's Pictorial Nav Button, very left side below the click spot for the tablet. Okidoki. Na dann, schauen wir doch nochmal. Copilot can be hidden via the Pilot's Pictorial Nav Button. Pilot's Pictorial Navigation System. So, weg. Also, Pictorial Nav ist hier. Very left side, below this clickbot for the tablet. Ja, gefunden haben wir das. Du hast den Jedi gerade gefragt. Ja, alles klar. Das ist gut, ja. So, ja, den werden wir schon noch finden, den Klickspot. Ne? Also da ist nicht, hier ist zwar einer, aber vielleicht drücke ich auch zu oft. Moment. Haha, er ist weg. Tschüssikowski Pilot. So. Wir haben es erledigt. Na gut, jetzt, also ich, wie diese komischen Dinger da funktionieren, weiß ich nicht, aber sie sind irgendwie nicht zusammenhängend mit meinen Mixes. Es kann sein, dass er andere Achsenbelegungen hatte. Danke auf jeden Fall, Jürgen. Wir haben den Piloten los. So, da machen wir jetzt noch das zweite Triebwerk an, wenn wir schon mal dabei sind. Start, die Ignition-Lampe geht an. Jetzt ist der rote Hebel eh schon oben, also wurscht. Boah, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Gut. Ja, dann müssen wir natürlich jetzt noch auch mal schnell unseren Flugplan eintickern. Origin, EDDS, Enter. Dann werden wir die Departure wie üblich, die Runway Departure, ab da vor Hotel, Runway 7, Transition None, Load the Departure. Es geht dann bis Uptal, sehr schön. Nee, Moment, Cancel. Jetzt würde ich natürlich gerne den Endpunkt eingeben. Ich dachte, das kann jetzt natürlich eine Art ein Route Waypoint.
Magath. Enter. EDDM. Enter. Ja, ich sehe schon, das ist Remove. So. Ich hoffe, er kennt das jetzt als. Ja, das mit der Load Procedure ist jetzt so eine Sache. Weil er mir beim Approach ALS 8 links leider immer. Das ist halt die alte Methode, ja. Da wird mich immer eine Transition rein, die ich gar nicht haben will. Es gibt leider keinen Direct. Deswegen, ich nehme dann erstmal die Mic und was wir dann machen müssen ist, wenn wir dann Abtal hinter uns gelassen haben, mache ich einen Direct Magath und dann fliegt der ganze Zinnober wieder raus. So, schauen wir uns das mal an. Ja. Jetzt ist ADDM natürlich hier als Waypoint, das funktioniert natürlich auch nicht. Das ist alles Mist. Oh je, oh je, oh je, das wird nicht besser, ne? Ich glaube, wir fangen nochmal an. Delete. Ja, ja, komm, hau raus. So. Wir machen es nochmal schön der Reihe nach. EDDS. Ich glaube nämlich, dass ich. Ja, genau. Das kam vorher irgendwie nicht. Zumindest hatte ich es nicht gesehen. Aber eigentlich habe ich darauf gewartet. So. Und jetzt kann ich machen. EDDS, Load Procedure, dann die APTA for Hotel, Runway 07 Load Departure. So, dann ist das drin. Dachte gerade, ein QMH stimmt nicht, aber ihr klickt tatsächlich auf. Ja, ja, auf 12,7. Ja, 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 ist richtig. München ist ein bisschen höher. Und für Munich machen wir Load Departure Approach alle 08 left. Wir nehmen erstmal die Mic und schmeißen dann den ganzen Mic-Kram raus und fliegen direkt Magath. So. Ja, damit haben wir unsere Route. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Kann man hier die Map aktivieren. Und hier unten gibt es ja noch die zweite Einheit. Jo. So, CDI, schalt mal auf GPS um. Dann hoffe ich, dass er das hier auch kann. Naja, wenn nicht, dann müssen wir noch den Schalter finden, falls ich da noch was machen muss. Aber nachdem die ja die Integration hier mit drin haben, das ist natürlich schon irgendwie praktisch, dass sie das machen. So, wie sieht das hier aus? Ist das hier fake oder? Okay, also dieses Bendix King Wetterradar Dingensbommens sieht nicht so aus, als ob das funktioniert. Zumindest haben wir hier keinen Knopf. Ja, Jürgen Gell, das ist Stress heute, ne? Und das alles am Silvester. Frames übrigens 56. Da seht ihr mal, im X-Plane kann ich froh sein, wenn ich jetzt 30 habe. Ja. Und hier im MSFS, der ja am Anfang schon wirklich ein Problem hatte mit der Performance. Also ich hatte am Anfang, war ich kein glücklicher Mensch mit dem MSFS. Das war ja teilweise unterirdisch. Aber inzwischen ist es so, dass der jetzige MSFS, ja, das muss man neidlos lassen. Ne? Wir haben ein bisschen Flicker, gibt es auch im MSFS an einigen Stellen, aber das ist so wenig, das merkt man nicht. Ja. Und beim X-Plane 12, da flickert alles nachts, tagsüber, und zwar in so einer Art, die ich überhaupt nicht übersehen kann. Ne. Das ist einer der Gründe, warum ich zwar Testflüge im X-Plane 12 mache, meine Try and Flies, die diversen Flieger ausprobiere. Ich habe inzwischen schon eine Liste von Fliegern, die definitiv nicht funktionieren, weil ich sie alle ausprobiert habe. Werde ich bei Gelegenheit mal ein Video machen, wo ich da kurz durchgehe, was da für Probleme sind, auch mit den Fliegern. In der Hoffnung natürlich, dass zumindest ein Teil von denen irgendwann dann repariert werden. So, gut, ja, dann sind wir noch soweit
durch. Dann gehen wir weiter hier in seiner Checkliste. Also Starter haben wir gemacht. Battery Master, Switch Battery haben wir auch schon gemacht. Oh ja, Generatoren. Sollten wir vielleicht den anderen auch einschalten. Die Inverter haben sich übrigens eingeschaltet. Also dieses Ding macht irgendwelche Sachen automatisch, ne? Weil ich habe die Inverter nicht eingeschaltet. Also ihr habt ja auch vorher die roten Hebel gesehen. Auch die haben Geisterfinger bedient. Fuel Condition Lever as required. Ja, ich habe mir jetzt, was heißt as required? As he thinks, ja. Also die sind jetzt hier oben, ne? Und ich habe auch, also wenn ich sie runter mache, dann springen die nur zwischen irgendwie voll und high. Also das ist kein durchgehender. Und ich muss aufpassen, weil der nächste ist dann Cut-Off, ne? Das wollen wir natürlich nicht. So, die Prop-Lever lassen sich tatsächlich. So, wie sieht es mit dem Reverse aus? Oho, okay. Da stimmt noch was nicht. Muss ich mal in meinem Mobi-Flight gucken, weil sieht fast so aus, als ob ich den Reverser, als ob der Zweier-Reverser nicht an ist. Schauen wir mal kurz. Also, Throttle 1 Set. Throttle 2 Set. Es kann sein, also ich hatte schon ab und zu mal den Eindruck, dass da eventuell, wenn da oben was so drin steht, weil ursprünglich habe ich die ja dann kopiert. Es kann sein, dass er dann nicht richtig funktioniert. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem MobiFlight. Also das ist, es macht halt genau das, was ich davon haben möchte. Ne? So, speichern. Jetzt schauen wir mal, ob das. Nö. Na gut, wenn ich mit F2 nachhelfe, geht's. Ist aber jetzt nicht so wirklich nachvollziehbar. Moment. Eventuell stimmt auch irgendwas mit dem Knopf nicht. Jetzt haben wir den falschen Knopf bedient. Habe ich vielleicht die Buttons durcheinander gebracht? Schalten wir mal kurz das Logging ein. Checken wir nochmal die Buttons. Das ist Button 25. Ach, guck mal an. Verstehe. Die erste Achse hat unten gar keinen Knopf. Ja, das ist natürlich nicht gut. Aha. Tatsächlich, da gibt's keinen Knopf. Das ist natürlich blöd. Na gut, dann müssen wir das so machen. Ja. Schnellkorrektur. Da muss ich dafür sorgen, dass er dann alle macht. So, ausprobieren. Und schon haben wir Reverse. So funktioniert's. Sehr schön. Wieso lande ich jetzt da draußen? Hallo? Das ist. Hä? Egal. Sichten beim MSFS.
was braucht man mehr? Fuel Condition Levers as required, Voltmeter, Ammeter, Static Pitot Heat as required. Ja gut, Static Pitot Heat schaltet man natürlich ein. Irgendwo hatte ich sie auch schon gesehen. Ich glaube, war das hier hinten oder war die oben? Ne, ich glaube, die war oben. Richtig, die ist hier. Static. Eure Heizung schalte ich auch mal ein, damit ihr da, mir da hinten nicht erfriert. Machen wir die Panellichter an, Cockpitlichter an, Passenger Cabin und Nacelle LG, was immer das ist. Das ist das Landing Light, Taxi Light, Windshield Wipers. Sehr schön. Haben wir denn hier alles richtig? Gut, und Anti-Eis, also vollen Anti-Eis brauchen wir natürlich heute nicht, weil wir haben ja Standard Rhein-Fly-Wetter. Da braucht man das nicht. Avionik, GPS, Radios, Autopilot. Ja, haben wir, glaube ich, soweit alles gesetzt. Moment. Stimmt. Gibt man die nicht ein, indem man hier... Ne, Moment. Komm nach. Okay. Müsste ich denn hier jetzt nicht eine Frequenz eingeben können? Irgendwie schon, oder? Habe ich da irgendwas verpasst? Das ist natürlich nicht so gut. Das funktioniert nicht. Okay, Moment. Holen wir das... Ja, ich kann das GTN... Das ist jetzt aber blöd. Mach ihn da jetzt. Okay, haben wir hier auch noch die Radio-Geschichten? Nee, ne? Das ist jetzt natürlich da mit drin und ich kann die Frequenzen nicht einstellen. Das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie macht man denn das? Allow Comnav Switch. Das ist Lautstärke. Ah, immerhin. Aber wie komme ich jetzt ans NAV dran? Nee, läuft natürlich wieder nicht, ne? Also, irgendwas läuft halt nicht. Push NAV, okay. Nee, ich will nicht... Raus. Jetzt nochmal, ich muss wahrscheinlich irgendwo draufdrücken, ne? Wo waren das? Jetzt habe ich es geschafft. 109... Dass das so kompliziert war, war mir nicht bewusst. So. Und wie switche ich jetzt die Frequenz? Wie aktiviere ich die Frequenz? Ich kenne das eigentlich nur, dass man hier drauf drückt.
Ja, also irgendwie ist das nicht vollständig funktionsfähig. Das ist nicht so, wie ich das kenne. Ja, wie machen wir das jetzt? Moment. Dann muss ich irgendeinen anderen Trick nehmen. Mein externes Radiopanel hier im Air Manager. So, weil wir brauchen natürlich die 159. Schauen wir, ob ich die hier umschalten kann. Jawohl. Haha. Siehst du das? So geht's. Das ist aber nicht so gut. Das muss ich rausfinden, warum das nicht funktioniert. Das ist irgendwas mit dem PMS 50. Kann sein, dass ich da. Jetzt. 122. Können wir vielleicht auch nur eingehen? Was mit dem Zweier und dem Vierer? Magst du die nicht, oder wie? Mei. Ja, da ist definitiv irgendwas ist da faul. So, naja, gut. Prämienstruelles Syndrom. PMS. Nein, das ist dieses GTN hier. Das ist die Freeware-Variante. Gibt es auch als Payware. PMS 50 heißt das. Fragt mich bitte nicht, wo PMS herkommt. So, Transponder, Standby. Ja, ist er noch? So wie das jetzt hier ausschaut, werde ich aber natürlich auch den Transponder-Code. Muss ich jetzt hier auch mit meinem externen Panel machen. Leider ist das auch ein bisschen fickrig hier. So. Na. So. Und der ist aber schon auf alt. Wieso ist denn der Transponder? Ist. Nee, den kann ich nicht umschalten. Okay. Naja, also gut, weiter geht's. Air Conditioning. So, das war die erste Seite. Nächste Seite. Ipanema EMBRE 200. Ne, ich glaube, jetzt habe ich die falsche. Ich hätte den Pfeil nach unten. Ne? Ja, genau. So, jetzt muss ich wieder einzoomen. Ne, dann ist jetzt hier wieder die Checkliste. Flight Controls Check Free Movement. Jo, das müssen wir jetzt auch noch mal kurz checken, dass auch wirklich alles geht. Ja. Der Inertial Separation, Fuel Condition Levers as required, ATC Clearance as required, Taxi Lights machen wir natürlich an. Dann Release Parking Brake, Slowly Apply Power, Test Brakes and Steering during Taxi. Gut. Na dann. Parkbremse aus. Los geht's. Oh, der wird schneller. Wo will ich eigentlich hin? Halt. Ich muss in diese Richtung. Das war die GPU, habe ich die überfahren oder was? Tja. Tough luck, ne? Machen wir Klappenstellung 1 für den Takeoff.
glaube, ich muss meine Bremsen noch etwas nachjustieren, aber geht, glaube ich, schon so. Steuerung ist noch ein bisschen ungewohnt. So, dann schauen wir mal. Engine Run-Up, Secondary Low Pitch Stop Check, Overspeed Governor Check, Automatic Feathering Check. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. So, weiter geht's. Parking Brake Set, Inertia Separation as required, Static Pitot Heat as required, Anti-Ice as required, haben wir schon alles. Flap 25%, 40% without my mod. Das ist sein Mod, also 25%. Wo sehe ich das? Wo ist der Flaps-Indikator? Flap, 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 flap. Wo ist er? Jo, wo ist denn der Flaps-Indikator? Der muss ja auch hier irgendwo, versteckt sich der. Bestimmt versteckt sich der hier irgendwo. Schauen wir mal. Ist das der da unten? 25%, ja. Ja, der ist aber gut versteckt hinter den Hebeln. Flight Controls, Check Free, Aileron, Radar Trim, Neutral. Ja, ist es Elevator Trim, Green Band. Das hatten wir doch auch gerade irgendwo gesehen. Wo war das denn? Der Trim Indicator, Green Band, hier. Das hat sich schon wieder verstellt. Interessant. Okay. Dann Takeoff Data Determined. Ah, echt, ja. Takeoff Briefing Completed. Radar as required. Air Conditioning Off or Vent. Transponder On. Autopilot Set. Ah, und wisst ihr was? Das dürfte die Höhe sein. Die ist aber nicht mit meiner Hardware steuerbar. Okay, gut zu wissen. Also, na, ja, ist wieder einer von den Fliegern, die nicht mit den Standardkommandos arbeiten. Dann tue ich hier mal den Arm-Modus aktivieren, aber wir haben ja noch keinen Autopiloten. Autopilot Set, ja, so, wo setzen wir den? Der muss ja auch hier irgendwo sein. Autopilot Bendix King. Ist der On-Off? Ne, Moment, das ist der ADF. Was mache ich denn hier? Hier unten ist er. Also, ne, das ist der Transponder. Den schalten wir auch ein. Wo ist denn der Autopilot? Autopilot, 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 Autopilot. Autopilot. Ah, da unten. Gut, also wir wollen erstmal Richtung Heading raus. Dann wollen wir aber auf NAV umschalten. Dann müssen wir schauen, dass der, ja, ist auf GPS und das Heading. Das müssen wir natürlich auch auf 7.2 setzen. So, damit wir in der richtigen Richtung rausfliegen. Gut. Yaw Damper, Autopilot ist schon an. Nee, jetzt. Das ist verwirrend. Okay. Mhm. Heading. Flight Director ist on. Soft Right Halfbank Test. Ja, dann können wir probieren, mal mit dem IAS-Mode rauszufliegen. So, und jetzt. Wie war das nochmal? Womit? Mit welcher Geschwindigkeit fliegen wir los? Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, das war aber auf seiner ersten Seite, hatte er doch da was. Moment. Maneuvering Speed, Max Demonstrated Range. Nee, beim Takeoff steht nichts drin. Okay, dann vielleicht im Handbuch vom
vom Flieger. Schauen wir, ob er uns ein paar Werte gibt. Und draußen ballert es, als gibt es keinen Morgen. Ja, gut, ich würde mal sagen, wir fliegen so mit. Na, hier ist noch das weiße Band. Also ich würde mal sagen, wenn wir da irgendwo bei. Was ist das eigentlich? In Knoten, oder? Ja. Also das 120. Ich würde mal sagen, wenn wir irgendwo hier zwischen 100 und 120 Knoten sind, müsste man eigentlich schon abheben können, wenn nicht schon vorher. Ja. Naja, also, komm, Parkbremse aus. Oh, was ist eigentlich in dieser Checkliste? Cockpit Preparation, Before Start, Engine Start, After Start. Taxi haben wir gemacht. Before Takeoff. Fuel Full Rich. Aha, das erkennt er gar nicht. Das ist Full Rich. Nee, oder auch nicht. Autocomplete, Force Finish. Transponder. Da redet er jetzt mit on. Mir. Air Conditioning. As required. Tick the as item. Required. Attitude indicators. Check. Checked. Compass RMIs and HSIs. Check. Checked. Annunciators panel test. Check. Performed. Flaps. Ja, Flaps sind auf 25%. Das erkennt er nicht. Aileron trim and rudder trim. Both checked zero. Pitch trim. Set for takeoff. Aber eigentlich nicht, ne? Guck mal, der hat sich wieder rausbewegt. Set for takeoff. Flight controls. Es ist fast, als wenn der Autopilot an ist. Check. Gut. Normaler Takeoff, aber hier stehen auch keine Geschwindigkeiten. Naja. War also auch nicht sehr hilfreich. Na denn. Ich komme mir hier vor wie im Kriegsgebiet, weil ihr seid da mit in der Luft. Tja. Das teilweise klingt, als wenn jemand mit Maschinengewehren schießt. Also ist. Ja, sag mal froh, dass es nicht ist. Ja, wir landen schon noch dieses Jahr. Guck, es ist doch erst 10 Uhr. Wir haben jetzt 2 Stunden. Das ist machbar. So, musst du mal, ich würde sagen, passt, ja. Boah, der reißt nicht gleich nach rechts oder links aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Fahrwerk rein. Hä? Na, runter, 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 runter. Nicht so steil. So. Gut, dann müssen wir den Autopiloten auf NAV schalten und aktivieren den mal. Und wir benutzen den Indicated Airspeed Mode. Schauen wir, was der macht. Nee. Der funktioniert nicht. Wackelt der eigentlich so? Ich meine,
Eigentlich kann es am Wetter nicht liegen, oder? Und Klappen rein. Ja, Klappen sind drin. Gut, dann würde ich sagen, da steigen wir jetzt schön langsam durch. Wir haben ja 14.000 Fuß, gearmt ist er, das heißt, er müsste dann bei 14.000 Fuß aufhören. GPS ist eingestellt als Modus, also aber man geht ja schon rauf und runter hier ganz wild, ne? So, Standard, ja gut, wir sind eh schon bei 10, 13. Ja, Geschwindigkeit hält er gut, also IAS-Mode funktioniert. Dann können wir mal die Climb-Checkliste. Ach, guck mal, hier hat er ja seine Geschwindigkeiten, das habe ich gar nicht gesehen. Da unten war das. Aha. So, schauen wir mal, was wir falsch gemacht haben. Wenn ich die Checkliste irgendwann dahin schieben kann. Also das mit dem Fenster ist manchmal schon ein bisschen... Jetzt, ja. Das klemmt oft. Ah, guckst du. Takeoff Engine Limits. Ja, ich hatte es eh nicht ganz voll aufgedreht. Und 90, ja, kommt ungefähr hin, ne? Ich weiß gar nicht, was wir für ein Gewicht haben. Können wir ja nochmal checken. Wir hatten ein Gewicht von 5569 Kilo mal ungefähr 2. Da wären wir so irgendwo in dem Bereich und wir sind so bei knapp 100 Knoten. Habe ich am Dingsbums gezogen. So. Dann gehen wir mal zum Weiter. Also Gearlever ab, Flaps check up, Auto Feather off. Ich habe den gar nicht eingeschaltet. Propeller Sync on. Ja, wo ist der? MP. Der ist irgendwo hier. Prop Sync. Der muss irgendwo hier sein. Wenn du bei dem GT7 auf das Standby Nav klickst, öffnet sich nicht das Nav Standby Fenster. Ja, das habe ich ja die ganze Zeit gemacht. Genau das ist das Problem. Das kommt hier nicht. Auch bei Com nicht. Eigentlich sollte ja hier ein Menü kommen. Das tut es aber nicht. Ja, muss ich da mal checken. Das, wer weiß, was das ist. 10.000. Können wir die Landinglichter ausschalten. Taxi-Light auch aus. Wo sind eigentlich die Strobe-Lights?
Ah, nee, das wäre die Rotation, hätte ich noch nach oben machen müssen. So, jetzt. Ja, fliegen tut sich bisher ganz gut. Klingen tut's, weil er den Sound ausgetauscht hat. Der JD klingt auch gut. Okay, das Schiff weiß nicht. Neueste Version runterladen. Meinst du von dem GTN, oder? Kann schon sein. 2162 ist die neueste. Ja, Moment. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, welche ich gerade habe. Ich meine, man kommt ja gar nicht mehr hinterher mit der ganzen Updaterei. Überall wird abgedatet. Das ist teilweise schon. Das nimmt schon abstruse Züge an mit dem ganzen Updaten. So, wo ist er denn, der PMS 50? Muss doch irgendwo, wahrscheinlich im Manifest, machen wir das Manifest auf. Ich habe 1.21, ah ne Quatsch, 1.054. Kann ja nicht sein, ich habe das erst vor kurzem. Naja, wer weiß, ob die das Manifest richtig, ist da im Config drin. Ja gut, muss ich halt wieder runterladen. Wie gesagt, ist noch nicht so lange her, dass ich den runtergeladen habe. Vielleicht eine Woche oder eineinhalb. Aber das muss ja nichts heißen. Ah, Systemstatus. Ja, hast du natürlich recht. Systemstatus. 261 habe ich. Ah ja gut, also wie ich gesagt habe, ich bin relativ aktuell, aber zwei kleine Sub-Release-Punkte, ja. Aber es hat funktioniert, also ich bin mir sicher, ich habe das ja schon benutzt. Spielt das eine Rolle, ob man Manifest oder ja, wenn er lose ist, dann fliegt er durch die Kabine, das ist vielleicht nicht so gesund. 12.800. Ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen hier ein paar von den Werten runternehmen. Aber im Großen und Ganzen sind wir im grünen Bereich. Hier sind wir ein bisschen knapp beim N2, aber wir sind auf jeden Fall noch unter. Hier sind wir auch relativ hoch. Öldruck passt. Öltemperatur passt. Ja. Ja, also kann man nicht meckern. Passt schon. Bei dir diese Display neben dem GTN 57, der Propeller eiert. Was? Ja, kann sein, ne? Der Propeller eiert. Naja. Nee, das geht bei mir auch nicht. Genau, das hier, das ist tot. Ich weiß nicht, sollte das funktionieren? Das wäre ja normalerweise das Wetterradar. Ich meine, haben sie hier so ein riesen Teil eingebaut, aber es ist nichts. Ist tot. So, wir sind bei fast 14, also. Gleich sind wir auch bei Abtal. Und sobald wir uns entsprechend gedreht haben, werde ich dann den Direct-To machen.
Ja, habe ich. Hast doch gesehen, oder? Das war hier der Knopf. Hat funktioniert. Der Spinner schaut so aus, als würde er eiern, aber das liegt an der Textur, die drauf liegt. Ja, genau. Danke, Jürgen. Also der Flieger ist, finde ich, jetzt gar nicht mal so schlecht. Und ich muss sagen, also ich weiß ja nicht, was Jedi noch unter der Haube so alles angepasst hat. Er hat da so eine Liste gehabt von Sachen, die er da gemacht hat. Aber also der Flieger an solches gefällt mir. Das Cockpit, muss ich sagen, so hier, das hier, finde ich auch nicht schlecht. Ist aber ein Mod, ne? Also ist nicht original. Und auch den Sound, den er da ausgetauscht hat, ich habe das mal in einem der Videos gehört, den Originalsound, der war in der Tat nicht so richtig prickelnd. Ja. Air Manager funktioniert auch damit. Ich habe hier auf meinem alten iPad das Baron 58 Panel laufen. Das passt ganz gut zu dem hier. Ne, da habe ich alle wichtigen Instrumente, kann ich also sehen, Höhe, Geschwindigkeit, also Uhreninstrumente und so weiter. Und das hilft mir natürlich ein bisschen hier, gerade wenn wir hier solche Sichten auch machen wollen. Ne? Ja, höher geht, glaube ich, nicht. Ja, das ist... Na, so geht's. So, noch ein bisschen runter. Speichern wir den View mal so. Frames 57, 58, also... Kann man wirklich nicht meckern, ne? Für meinen Rig, vor allem für meine CPU, ist das jetzt eine sehr stabile Framerate. Gut, das ist jetzt auch kein überkomplizierter Flieger. Ich kann mir vorstellen, dass bei einer PMDG das Ganze vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber man merkt halt doch, die Grafikkarte, die RTX 3070, ist halt eine sehr leistungsfähige, also im Vergleich zu dem, was ich früher hatte, eine sehr leistungsfähige Karte. Jedi hat ja eine 4090 gekriegt mit Wasserkühlung. Na, Jürgen? Ja, da geht schon was ab, ne? Aber er hat nämlich an auch den PC drumherum, den man dafür braucht, weil ansonsten ist das ja wie Perlen vor die Säue werfen, wenn man eine Grafikkarte hat und nicht der Rest passt nicht. Soll dir ausrichten, dir ein schönes neues Jahr. Ja, bitte, bitte, richte ihm das auch aus. Danke. Und gute Füge, genau. Ja, wünsche ich ihm auch. Ja, du kannst ihm sagen, sein Video hat dafür gesorgt, dass ich die Bandvariante gekauft habe. Das mache ich übrigens immer bei MSFS. Ne? Wenn ich einen Flieger überlege, ob ich ihn hole, auch den H-Jet habe ich mir geholt, dann gucke ich mir die Videos vom JD an. Weil die sind, der JD zeigt, wie es ist, ne? Und ist auch durchaus kritisch, wenn das nicht so richtig das Gelbe vorbei ist. Wo sind wir denn überhaupt? Moment. Naja, noch ein bisschen. Ach ja, wir wollen ja den Directo machen, ne? So, Momento. Ui, da draußen ist wieder voll Explosion. Wo haben wir denn da? Flightplan. Und. Magat. Und. Wie kann ich da gar nicht hin? Geht das nicht von hier? Cruising Altitude. Ach, hätte ich die hier angeben können? Ah, hätte ich machen können. So, wie komme ich denn jetzt direkt Magat?
Was übersehe ich denn jetzt hier schon wieder? Muss ich die alle rauslöschen oder was? Keine Experimente, sagt er. Tja. Hier muss doch. Gibt es denn hier keinen Direktor? Oder bin ich jetzt hier wieder im falschen Film? Wahrscheinlich bin ich wieder im falschen Film. Warte mal, wie geht denn das? Ja, Procedure kann es ja auch nicht sein. Charts, Nearest. Waypoint Info Services Utilities. Also. Ja, warte mal, gibt es hier irgendwas von wegen Direct to? Nö. Blade. Geht denn das? Also, irgendwie macht das nicht so, wie ich das eigentlich kenne. Es kann aber sein, weil es sich hier um eine Prozedur handelt. Ne? Gibt es da einen Direct to? Ne, gibt es auch keinen. Activate Lag gibt es da, aha. Aber das ist hier nicht eingeschaltet. Und löschen kann ich die auch nicht. Ja, das ist ja. Das ist ja blöd. Ja, ja, Direct to. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Irgendwie. Wo ist da ein Pfeil? Direkt über dem Drehknopf ist ein Pfeil. Eigentlich müsste doch hier. Normalerweise ist der Direktor doch hier. Direkt über dem Drehknopf ist ein Pfeil. Ah, Direct to. Ah. Ja, ich habe schon lange nicht mehr mit dem Zeug gearbeitet. Wir haben es gefunden. Activate. Jawohl. Danke. Jetzt haben wir es. Ach, der kleine Knopf, das ist ein D. Tatsächlich. Ja, tue ich ja. So, sehr schön. Wir fliegen endlich auf Magath zu. Wie weit sind wir denn noch weg vom Magath? 37 Meilen, weil wir müssen nämlich langsam mit dem Sinkflug anfangen. Also, bringen wir jetzt erstmal die Höhe hier runter. Na, schalten hier wieder auf Altitude Arm. Und gehen dann in den IAS-Mode. So, und nehmen den Schub zurück. So. So, überlegen wir mal, wir fliegen mit 170 Knoten. 170 Knoten sind natürlich nicht so schnell wie bei einem Jet. Also würde ich sagen, machen wir mal so 13, 14, 100 Fuß oder so. Hat der eigentlich ein. Ich wage es gar nicht. Utilities. Ja, der hat keinen VNAV, oder? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Müsste normalerweise hier drin sein, ne? VNAV, ja, da oben ist er. Ne, ist nicht aktiv. Klar, ich habe jetzt nicht die Payware-Variante. Da ist, glaube ich, der VNAV dann nicht, steht nicht zur Verfügung. Nein, nein, ich habe nicht die Payware-Variante. Ich dachte, VNAV ist nur in der Bezahlversion.
dem Ding. Auch in der Freeware-Variante. Tja. Gut, okay. Keine Ahnung. Aber du hast gesehen. Winav ist hier nicht an. Nö. Ja, ja, eben. Das ist komisch, ne? QWERTY, Autopilot, Airspace. Direct to Mappen in Map. Ich glaube, das habe ich gesucht. Ich hatte ganz vergessen, dass ich ja gar kein Allow Com Nav Switch. Was heißt das? Aber trotzdem nicht den Direktor-Button in der Map. Ah, da ist er. Ja, genau. Das habe ich eigentlich gesucht. Alles klar. Gut. Raus. So, wo schauen wir? Wir sind jetzt noch, naja, wie weit haben wir noch bis Magat? 23. Zurück. Ja gut, sowas wie jetzt den Top of Descent ausrechnen, das kann ich auch anders machen. Aber ich dachte auch, dass WINAV in der Freeware-Variante funktioniert. Komisch. Naja, muss ich das PMS-50 wieder updaten, ne? So, haben wir denn die ILS-Frequenz? Stimmt die jetzt? 159, das passt. Kurs. Wo ist er denn? Wo dreht man den denn ein? Wo dreht man denn den Kurs ein? Hier. Ja. Aber das geht jetzt natürlich nicht, weil wir im GPS-Modus sind. So weitergeht. Wie lange haben wir noch? 17 Meilen. Ja, ist ein bisschen unruhig draußen die Luft. So, ILS scheint Empfang zu haben. Localizer sehe ich schon mal. Descent, Propeller Sync on, Autocomplete, Landing Lights at or above 10.000 feet. So, ja. Die sind aber nicht an, oder? Doch, sind an, hat er aber nicht erkannt. Autopilot. Nee, nee, das sollst du nicht machen. So. So, wie weit sind wir denn?
Schaffen wir das noch mit dem 5000? Distance 12,7. Ja, könnte hinhauen. So, ja, haben wir geschafft. Wir sind rechtzeitig da. Haben sogar noch ein paar Meilen. Außer es gibt für die A330 in X-Plane 12 auch einen kostenlosen Neo-Mod. Jo, habe ich schon gesehen, aber noch nicht, mir noch nicht geholt, ja. Was ist da der Unterschied? Also ich meine, gut, Triebwerk, das Aussehen wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Bisschen andere Parameter, oder? Oder gibt es noch andere Sachen, die der Mod hat? Viel wichtiger wäre, dass das Laminat den Arme. So, mal aufpassen, wir werden nämlich langsamer, all dieweil der jetzt die Sinkgeschwindigkeit stark zurückgenommen hat. So. Jetzt nicht aufgepasst, ja. Du musst doch die Augen drauf halten, ne? So, Glide Slope kommt rein. Oder ist zumindest schon mal sichtbar. Sind wir natürlich noch nicht ganz da. Irgendwie ist er jetzt doch recht langsam geworden, was den Sinkflug anbelangt. Naja gut, solange wir unterm Gleitslop sind, ist alles gut. Das ist nicht gut. Das ist jetzt nicht gut, weil wir sind nämlich gleich auf dem Glide-Slope. Ich schalte mal den Approach-Mode ein, in der Hoffnung, dass wir den Glide-Slope einfangen. Auch wenn der Localizer noch nicht drin ist. Wir werden ja viel zu langsam. Da muss man wirklich aufpassen. So, Localizer kommt rein. Autopilot hat reagiert. Und ich glaube, jetzt sind wir aus dem Altitude Mode raus. Genau, wir sind auf dem Glide Slope. Und sinken jetzt mit dem Glide Slope. Sehr schön. So, jetzt sollen wir natürlich nicht zu schnell werden. Gut, DME. Wo haben wir denn hier mal eine DME-Readout?
ist das da der DME-Readout? Dann ist das 5 Meilen? Echt? Oh, 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 hier stimmt was nicht. Wir sind über dem Glideslope. Das qualt man nicht. Das aus. Autopilot aus. Oh, was ist denn hier los? Da vorne ist schon die Runway, genau. So, jetzt muss er nämlich mal ein bisschen langsamer werden. Uai! Wieso ist denn das so überempfindlich? Was ist denn da los? Sag mal, haben wir hier solche Windböen oder was? Das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? Humidity. Wow. Gusts. Gust per minute. Naja, eigentlich nicht, ne? Es ist schon komisch. Jetzt bin ich. Sag mal, wieso ist denn das so überempfindlich? Was ist denn da los? Leider zeigt mir der Air Manager Display nicht den Glideslope an, das ist Mist. Steuerung ist sehr empfindlich. Ich bewege hier kaum am Joystick und es geht rauf und runter. Wie verrückt. So, jetzt haben wir ungefähr 110. Soll ich schauen, dass wir bei der Geschwindigkeit bleiben? Ein bisschen zu niedrig. Naja, versuchen wir ungefähr. Wie immer haut es mich nach rechts. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber im Ground-Effekt gehen die Flieger immer nach rechts bei mir. Grundsätzlich. Das war jetzt aber anstrengend. Aber leider den Glideslope, den hat er nicht halten können. Das ist irgendwie. Das hat nicht geklappt. Wir sind eindeutig weg vom Glideslope. Weiß nicht, liegt vielleicht am Schub. Oder. Ja, oder er hat ihn doch nicht wirklich eingefangen. Kann auch sein, weil wir waren knapp. Viele der
Flieger fangen den Gleitslop nicht ein, wenn du über ihm bist. Sondern nur, wenn man ihn von unten anschneidet. So, na dann. Landing Lights off, Taxi Lights on, Anti-Collision Light normal. Dann rollen wir mal zum Gate. Oh, wir sind ja relativ früh weggekommen. Ach, man steuert ja nicht. Ich muss auch aufpassen, wenn ich in dem anderen View bin, funktionieren die Ruder und Co. nicht. Das ist natürlich, vergesst das immer wieder bei diesem Simulator. Das ist so sinnfrei, das so zu machen. Aber naja. Ich habe ja bei den Trial and Flies jetzt grundsätzlich alle Szenerien. Ist alles nur noch Standard. Also ich fliege die nur noch im Standard, weil ich verhindern will, dass die Szenerien, sowas wie die Simwings München und so weiter, das Ergebnis beeinträchtigen. Ne? Das mache ich auch im X-Plane so. Ja, die Landung war natürlich viel zu lang. Ja, das ist eben das, ich fliege mit viel zu vielen Fliegern und meistens das erste Mal. Das ist einfach unmöglich, dass du den Flieger auf Anhieb sofort wirklich richtig bedienst. Ist aber ganz normal. Ne? Es gibt Flieger, bei denen es dann auf Anhieb klappt. Da merkst du dann auch, dass sie eine gewisse Qualität haben. Ne? Bei dem hier hatte ich jetzt echt Schwierigkeiten. Das war ungewohnt zittrig, das Ganze. Keine Ahnung, woran das jetzt lag. Ich meine, ich habe Standardwetter mit Wolken, das da ein bisschen, ja, kann sein, aber das kam mir dann doch auch alles ein bisschen viel vor. So diese ganze, das ganze Rumgehample von dem Flieger. Ja, gut, okay. Gust per Minute 18, aber Speed vom Gust ist 0. Also daran kann es nicht gelegen haben. Ja, der Wind war auch nur mit einem Knoten. Winds Variable 02. So, von Turbulenzen steht hier nichts. Also so theoretisch hätten wir gar nicht so viel rumhampeln dürfen. Weiß also jetzt nicht. Ich weiß, dass in den Simulatoren, auch im X-Plane, eine gewisse Bewegung ist, nicht wie früher, wo das einfach so bredelflach entlang geflogen ist, sondern
Jetzt ist tatsächlich so, dass die Flieger schon sich ein bisschen auf und ab und so weiter bewegen, was ja durchaus realistisch ist, aber das kam mir ein bisschen viel vor, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt am Schluss mit der Steuerung, also ich habe echt Probleme gehabt, den zu steuern. Also ich bin hier, weil kleinste Bewegungen haben gleich ziemliche Ausschläge zur Folge gehabt. Ne? Ist, ja, also muss man üben. Muss man sich dran gewöhnen. So, ja, wie schalten wir das Ding denn aus? Da holen wir mal wieder dem JD seine Checkliste her. Ich glaube, das, ups, ne, das ist die falsche. So. So, dann schauen wir mal. Also, das war das. Ich glaube, ich muss auf die nächste Seite. Es gibt ein bisschen, ab und zu hängt die Anzeige der, guck mal, Cruise Engine, hat ja alles drin eigentlich. Gut, ich habe das auch erst gerade zum ersten Mal. Descent, Go Around, haben wir ja Gott sei Dank nicht gebraucht. So, dann gehen wir mal auf die letzte Seite und After Landing, Anti-Collision Light, das haben wir gemacht, Taxi Light an, den müssen wir jetzt natürlich ausschalten. So, Taxi Light off, dann Landing Data, ne Quatsch, After Landing, Inertial Separation ist eh schon aus, die habe ich gar nicht eingeschaltet, Auto Feather Switch off. Parking. Genau, also. Hat er so die wichtigsten Sachen gemacht. Das war eh die letzte Checkliste. Dann können wir jetzt im Prinzip die Triebwerke runterfahren. Indem ich die in die. Ach, das ist interessant, weil meine Hebel eigentlich. Naja. Und ab in den Cutoff. Du sollst. Also, echt jetzt? Nein! Was macht denn der da? Was soll das? Cutoff. Welchen Teil von Cutoff hast du jetzt nicht verstanden? Okay, wenn man draufklickt, bleiben sie da. Wenn man das mit den, habe ich gerade gesagt, sie bleiben da? Ja gut, aber sie sind, ich nehme an, sie sind aus, ja. Das heißt, wir können die Türen aufmachen. Müssen wir jetzt halt wieder das Tablet herholen und dann können wir jetzt hier die Wheelchocks und die Cones, ja, da eh schon wieder eingeschaltet, ohne zu fragen. Alles klar. Also Doors aufmachen. Gut. Ja. Ja, also der Flieger ist okay. Also, keine Frage. Ist jetzt nicht unbedingt super hyper. Qualität ist auch nicht super hyper also systemtief oder sowas, das kannst du alles vergessen. Aber die Türen gehen auf. Das ist im MSFS für mich bereits ein kleines Qualitätszeichen, weil ich hasse es, wenn man in Flieger durch Zauber reingehen muss, weil das nimmt so viel weg, ne? Wenn man einen Flieger mit geschlossenen Türen da stehen hat und nur durch die geschlossenen Türen in den Flieger kommt. Also, das finde ich schon mal nicht schlecht. Der Sound ist okay, es ist halt der von der King Air, aber ich bin der Meinung, der passt. Besser, klingt besser wie das, was ich mich erinnere, in den Videos gesehen zu haben. Ja, also ist schon okay. Ja. Also, da werden wir jetzt dann morgen. Nein, ich finde ja. Da werden wir morgen dann vielleicht
mit unserer kleinen Milk Run Tour in Australien anfangen. Wir können uns ja schon mal auf die Flughäfen setzen und uns mal angucken, wie es denn da so aussieht. Warte mal, ich starte mal FS Flight Control. Und dann gucken wir mal ganz kurz Sneak Preview in die diversen Flughäfen. Falls ihr noch Restenergie habt zum Zugucken. So, falscher Simulator. Muss jetzt mal einen Simulator aktivieren. So. Ich habe ja schon seit vielen Jahren FS Flight Control. Sicherlich keine billige Software, aber ist schon gute Dienste. Er hat ihn inzwischen ja auch schon auf den X-Plane 12 angepasst, relativ schnell. Hat ihn gefragt, weil ich mich ja nicht verbinden konnte, hat er mir eine Beta-Version geschickt. Und also ich kann jetzt wieder beide Simulatoren bedienen. So, dann setzen wir uns mal wo wollten wir hin? Erster ist Brisbane. Search for Airport. Updating Airport List. So. Wieso findet der jetzt Brisbane nicht? Was ist jetzt hier wieder los? Hallo? YBBN. Ja, jetzt hat er es gefunden. Und los geht's. Oh ja, und es ist natürlich dunkel in Australien um diese Zeit. Das heißt, wir müssen erstmal Tageslicht schaffen. So. So, das sind Standardszenerien. Ich habe natürlich jetzt erstmal keine Szenarien irgendwie eingespielt. Das ist Brisbane. Ich glaube, der ist noch am Laden. Ja, ist noch am Laden. Weil das ist dann schon ein bisschen wenig Szenerie. Oh, jetzt habe ich sogar einen Captain. Interessant. Das schaut aber nicht gut aus, die Szenerie. Der braucht einfach nur. Aber da habe ich auch eine bessere. Aber im Prinzip hat auch die Standardszenerie alles, was man braucht. So wie es ausschaut. So, wir starten von Brisbane. Und dann gehen wir mal auf ein paar von denen, die im Outback sind. Dann schauen wir, wie das ausschaut. Zum Beispiel Biduri oder so. Oder Quilpie. YQLP. Schauen wir mal, wie der Outback ausschaut. Ups, ich wollte gerade sagen, wir sind im Wasser gelandet. Ja, simpler Flughafen. Aber schön, so die rote Farbe, die hat er gut, ja. Doch, das sieht um einiges besser aus, als wie das, was ich im... Oh ja, das sieht ja richtig gut aus.
Ja. Ich meine, auch in echt sind die Flughäfen haben nicht sehr viel mehr. Ne? Da gibt es kleine Hütte oder sowas, ne? So ein bisschen Gebäude und irgendwie so ein Tank und die Landebahn und ein Taxiway. Also so schaut das dann auch tatsächlich in echt aus. Ne? Das ist gar nicht so abwegig und hier ist halt dann der Ort. Kulpi. Ja, und die australische Regierung unterstützt das halt, diese Milkruns, um eben auch solche abgelegenen Gemeinden, die halt mitten in der Wüste sozusagen sind oder im Outback, dass die halt auch entsprechend unterstützt werden. Hier fliegen dann natürlich dann auch die Flying Doctor Services und so weiter hin. Also ja, ich würde sagen, machen wir mal morgen. Vielleicht fangen wir mal an mit den ersten Etappen. Ich werde mir die schon mal ein bisschen vorplanen. Und dann fliegen wir mal von Brisbane nach Tabura oder so ähnlich. Die haben auch teilweise leicht schwer auszusprechende Namen. Und da benutzen wir dann am besten unsere Embraer. Ich werde noch ein bisschen üben, vielleicht morgen früh, dass ich ein bisschen besser. Sieht die noch ein bisschen besser. Vielleicht muss ich auch noch an den Achsen ein bisschen was verstellen. Das kann auch sein. Aber dann können wir das morgen mal als Tour machen. Gut. Leute, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Also ich werde jetzt nicht bis Mitternacht hier weitermachen. Und in alter Frische oder neuer Frische, dann im nächsten Jahr geht's weiter. Hoffen wir mal, dass das nächste Jahr vielleicht ein bisschen besser wird wie das letzte. Dieses 2022 kann man genauso abhaken wie 2021 bei mir. Jo, macht's gut und auf bald. Tschüss.